Ich bin Berichterstatterin zu dem Thema Digital Single Market. Das Zukunftsthema für uns alle, für alle Generationen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass der Ausschuss der Regionen, der die Menschen in den Regionen vertritt, hier seine Stimme erhebt und dafür sorgt, dass in allen regionalen und lokalen Gebietskörperschaften auch diese Entwicklung sich vollzieht, weil das Zukunftsthema ist für alle Menschen in Europa. Das Saarland ist eine europäische Grenzregion mit zwei nationalstaatlichen Grenzen, mit einer zu Frankreich und einer zu Luxemburg. Und wir kennen die Hemmnisse, aber auch die Chancen, die die Grenzlage uns bietet. Und wenn wir gemeinsam einen digitalen Binnenmarkt wollen, muss es natürlich auch darum gehen, diese Grenzen zu überwinden. Und es kann nur gelingen, wenn wir dann auch rechtliche Voraussetzungen schaffen, um diesen einen gemeinsamen Binnenmarkt aus 28 verschiedenen, einen gemeinsamen Binnenmarkt auf den Weg zu bringen.